schon traurig, wenn man so fett ist wie sie. Das hat einfach mal ein Patient zu mir gesagt. Und ich habe dann nur darauf geantwortet, danke, dass Sie sich so sehr um mich sorgen. Ich bin Rebecca und ich arbeite in einer Notaufnahme bei Asklepios in Hamburg. Eigentlich liebe ich meinen Job, aber in letzter Zeit gibt es immer mehr Situationen, in denen meine Kollegen und ich angegriffen oder beleidigt werden. Ich wurde beispielsweise mal als Nazi bezeichnet, einfach nur, weil ich angeblich einen anderen Patienten bevorzugt hätte. Und ich habe auch mal mitbekommen, dass eine Kollegin von mir diskriminiert wurde. Da wurde ich von Angehörigen angeschrien, weil ich keine Auskunft über den Zustand eines Patienten geben konnte. Dabei war er halt der Patient meiner Kollegin. Und ich habe dann gemerkt, sie wollten nur nicht mit meiner Kollegin sprechen oder dass sie überhaupt den Patienten betreut, weil sie einen Kopftuch trägt. Es ist schon schwer, auch damit umzugehen, weil wir wollen ja eigentlich nur helfen und dann behandelt man uns so.